Florian Mayer hat Deutschland mit 2:0 gegen Russland in Führung gebracht. Sein Gegner in dieser Partie war Igor Andrejew. Zum letzten Mal haben diese beiden im Jahr 2009 gegeneinander gespielt. Damals in Bukarest gewann Florian Mayer in 3 Sätzen. Hier in Düsseldorf holte sich der 28. der Weltrangliste 3 Breaks im ersten Satz, gab selbst nur ein einziges Aufschlagspiel ab. Damit war der erste Satz eine recht klare Angelegenheit, 6:2 für Florian Mayer. Satz Nummer 2 war wesentlich ausgeglichener und Florian Mayer war nicht in jeder Phase des Spiels mit sich zufrieden. Und das sah man dem 28-Jährigen auch deutlich an. Dieser Satz ging dann in den Tiebreak und nach Abwehr eines Satzballes nutzte Florian Mayer seinen 2. Matchball, gewann die Partie damit in 2 Sätzen mit 6:2 und 7:6. Ja, es ist nicht leicht natürlich, weil er ein sehr guter Sandplatzspieler ist. Ich zurzeit nicht so in Topform war die letzten Wochen und von daher war es ein wichtiger Sieg für mich. Ich habe einen super ersten Satz gespielt, dann nachgelassen und mir den Sieg dann hart erkämpfen müssen. Deutschland 2, Russland 0. Bisher läuft's rund in Düsseldorf für das deutsche World Cup Team.